Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz herzlich hier im Ägyptischen Museum begrüßen. Mein Name ist Arnold Schlüter, ich bin seit 5 Wochen Direktor dieses wunderbaren Museums. Danke. Die meisten von Ihnen kennen mich, ich bin schon ein paar Jahre hier am Haus. Freue mich sehr, dass wir mal wieder eine Veranstaltung in Präsenz hier in unserem Vortragsraum haben. Wir hatten selber in den letzten Wochen im Team leider immer wieder Corona-Ausfälle, sind deswegen auch weiterhin vorsichtig. Wir bitten eben darum, dass man auch bei unseren Veranstaltungen noch Maske trägt. Wir haben uns da auch mit den anderen Häusern hier im Kunstareal abgesprochen, damit nicht in jedem Haus eine andere Regelung gilt. Aber wir halten das immer noch für angemessen und wollen eben auch sicherstellen, dass wir unsere Mitarbeiter schützen und dieses Museum eben auch offen halten können und nicht wegen Corona-Quarantäne und Ausfällen Einschränkungen haben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es ist sehr, sehr schön, mal wieder in freundliche Gesichter zu blicken und nicht in eine Kamera. Sie wissen, dass wir vieles unserer Vortragsprogramme in den digitalen Raum verlegt hatten. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammenkommen können, um 2 Ausstellungen zu eröffnen. Die Ausstellung Menschen, Bilder, Orte, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und gleichzeitig die Ausstellung Bis gleich Isaak, Fotografien von Noah Cohen. Die Ausstellung ist eine Wanderausstellung, die auch schon an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen gezeigt worden ist. Es ist eine Ausstellung des MIQWA, des LVR, Jüdischen Museums im Archäologischen Quartier in Köln. Zu dieser Ausstellungseröffnung begrüße ich sehr herzlich Herrn Liran Zaha, den stellvertretenden Generalkonsul des Staates Israel für Süddeutschland. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Herrn Andrei Kovac, den leitenden Geschäftsführer des Vereins 321 bis 2021, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V. und damit einen der Initiatoren dieses Festjahres. Mit Frau Dr. Laura Cohen vom MIQWA selber und Herrn Dr. Thomas Otten haben wir die Macher der Ausstellungen hier heute bei uns. Sie alle werden gleich auch in ein paar Grußworten bzw. Frau Cohen auch in einer kurzen Einführung zur Ausstellung zu uns sprechen. Sehr schön, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank. Außerdem ist es sehr schön, dass der Fotograf auch bei uns ist, Herr Noah Cohen mit Katalin Fischer. Sehr schön, dass Sie bei uns sind und an dieser Eröffnung teilnehmen. Wir haben ja heute schon gemeinsam auch einen Presserundgang gemacht, ein Pressegespräch gemacht und haben uns anlässlich dieses Rundgangs auch darüber unterhalten, wie schön diese beiden Ausstellungen zusammen sind und warum man eigentlich erst hier in München, sage ich jetzt mal so provokant, auf die Idee gekommen ist, die beiden Ausstellungen auch gleichzeitig zu zeigen. Also wir finden, es hat wirklich ganz großartig funktioniert und Sie werden sich nachher selber ein Bild davon machen können. Neben den Gästen, die heute Abend hier persönlich anwesend sind, freue ich mich auch über ein Grußwort unseres Staatsministers für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume, das wir gleich als Videobotschaft einspielen können. Im Mittelpunkt der Wanderausstellung Menschenbilder Orte stehen sowohl bedeutende und bekannte wie weniger bekannte Persönlichkeiten, die mit ihren Biografien und Lebenswegen markante Ereignisse und Epochen der jüdischen Geschichte in Deutschland widerspiegeln. Die Ausstellung dokumentiert, Jüdinnen und Juden sind seit mindestens 1700 Jahren fester Bestandteil der Bevölkerung, der Geschichte und der Gegenwart des heutigen Deutschland. Zur MIQWA-Ausstellung kommen im Ägyptischen Museum eben die Porträts von Noah Cohen hinzu, der jüdische Menschen, darunter sehr viele auch Münchnerinnen und Münchner, fotografiert hat und die Porträtierten an ihren Lieblingsplätzen zeigt oder an Orten, die ihnen besonders bedeutsam sind und dieses auch mit Statements untermauert, die jenseits aller Stereotype sich mit Fragen des Miteinanders, der Integration und der Ausgrenzung beschäftigen. Wir haben, wie gesagt, heute schon Presserundgänge gemacht. Wir haben in den letzten Tagen über diese Ausstellungen gesprochen und informiert und ich bin
immer wieder gefragt worden, warum denn die Ausstellung eigentlich im Ägyptischen Museum, was hat denn das Ägyptische Museum für einen direkten Bezug zu dieser Ausstellung 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und wenn man das unbedingt will, kann man natürlich Gründe finden und direkte Bezüge finden. Also nicht zuletzt sitzen wir hier an einem Ort, der auch historisch vorbelastet ist. Als wir begonnen haben, hier dieses Museum zu bauen, als dieses Museum geplant war, mussten hier Bunkeranlagen gesprengt werden, die immer noch im Boden saßen. Man hatte hier 1938 ein Reichskanzleigebäude bauen wollen, hatte das mit Bunkeranlagen begonnen, die niemals fertiggestellt worden sind, hatte im Rahmen dieser Arbeiten auch jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger enteignet, sodass wir tatsächlich hier so einen Bezug hätten. Es gibt natürlich aber auch ganz andere Gründe, es gibt ganz praktische Gründe. Die Ausstellungsmacher kannten dieses Haus, sie kannten unseren Sonderausstellungsraum, sie haben hier im Jahre 2020 eine Ausstellung von Ilana Levitan gesehen, Adam, wo bist du? Eine Ausstellung, die sich auf künstlerischem Wege mit den Themen Integration und Ausgrenzung beschäftigt hatte und wussten, dass wir für diese Themen offen sind, dass wir ein offenes Ohr dafür haben und dass man in uns einen Ansprechpartner hat. Und so hat man eben gefragt, ob man diese Ausstellung hier nach München bringen kann und wir sind darüber sehr glücklich. Natürlich könnte man auch in die Antike gehen. Sie wissen, das ist eine der Eigenheiten der Ägyptologen, immer der festen Überzeugung zu sein, dass eigentlich alles mit dem alten Ägypten in Zusammenhang steht und dass alles im alten Ägypten irgendwann begonnen hat. Letzten Endes sind diese Gründe und diese Bezüge meiner Meinung nach aber nicht nötig. Es ist eine Ausstellung, die sich mit dem Miteinander beschäftigt. Es ist eine Ausstellung, die eigentlich an jedem beliebigen Ort, in jedem Museum, in jeder Kultureinrichtung stattfinden könnte und sollte. Es ist eine sehr wichtige Aufgabe aller Museen und jeder anderen Kultureinrichtung, Wissen zu vermitteln, Einblicke zu geben, Vorurteilen zu begegnen, ja auch Desinformation, Ignoranz, Geschichtsfälschung aktiv entgegenzuwirken. Und damit treten wir ein für Verständigung, für Integration, für Miteinander und für Gewaltlosigkeit. Dass dies bitter notwendig ist, zeigt natürlich die ganz aktuelle Situation und der Angriff auf die Ukraine. Wir alle sind völlig fassungslos und erschüttert, in Anbetracht nicht nur der Aggression Russlands gegen ein unabhängiges Land in Europa, sondern eben vor allem aufgrund des Leides der Zivilbevölkerung angesichts der Erkenntnisse über Kriegsverbrechen, die in den letzten Tagen unsere Medien auch bestimmen. Das sind Dinge, die uns alle auch angreifen, zumindest in unseren grundfesten Überzeugungen, dass sowas in Europa eigentlich nicht mehr möglich sein sollte. So ist zumindest unsere Generation, meine Generation auch aufgewachsen. Die Intention der beiden Ausstellungen, die wir heute Abend eröffnen wollen, ist eben genau eine andere. Es geht darum, das Miteinander zu betonen, das Werben für ein Miteinander. Nicht mehr, aber ganz sicher auch nicht weniger. Das Miteinander, das leider allzu oft immer noch keine Selbstverständlichkeit ist. Und wir alle sind dazu aufgerufen, für dieses Miteinander gemeinsam aktiv einzutreten. Ich darf Sie nun einladen, die Videobotschaft von Markus Blume zu hören, der dieses in den letzten Tagen für uns aufgenommen hat. Da es sich eben um eine Aufzeichnung handelt, konnte Herr Blume nicht auf kurzfristige Änderungen der Redner- und Gästeliste reagieren. Wir bitten, das zu entschuldigen. Und ich starte. Meine Damen und Herren, lieber Dr. Schlüter, liebe Generalkonsulin Carmela Schamir, und alle Ausstellungseröffnungsbegeisterten. Ich darf die besten Wünsche überbringen als der zuständige Kunstminister in Bayern, nämlich zur Ausstellungseröffnung Menschen, Bilder, Orte, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Dieses Thema ist uns extrem wichtig, gerade auch in Bayern, weil wir nicht nur die Juden in Bayern als Bayerns fünften Stamm begreifen, sondern weil gerade in diesen Tagen wir spüren, dass Erinnerung und Erinnern extrem wichtig ist. Nicht aus der Geschichte die falschen Schlüsse ziehen, sondern die richtigen.
die Geschichte nicht umdeuten, sondern wachhalten und damit auch mahnend sein. All das ist in dieser Zeit ganz entscheidend. Wir sehen leider in der Ukraine, wie Falschinformationen und Geschichtsfälschung auf russischer Seite herangezogen werden, um einen Krieg, einen unprovozierten Angriffskrieg mitten in Europa zu provozieren. Ja, wir haben vielleicht gedacht, so etwas ist in Europa nicht mehr möglich. Aber es haben sich viele geirrt. Vielleicht auch Francis Fukuyama, der vor einigen Jahren publiziert hat, zum Ende der Geschichte. Das Ende der Geschichte ist nicht da. Wahrscheinlich wird es auch nie kommen. Und umso wichtiger ist beständige Erinnerung und Vergegenwärtigung von Geschichte. Deswegen herzliches Dankeschön für diese tolle Ausstellung. Shalom, Dr. Schlüter. Danke an Dr. Laura Cohen und Dr. Thomas Otten und allen Unterstützern. Und so wünsche ich Ihnen nun für diese Ausstellung den Erfolg, den diese Ausstellung auch verdient, das entsprechende Interesse oder wie es dann richtigerweise heißt, Chaslucha Ufracha. Dann darf ich als Nächsten Sie, Herr Liran Saha, ans Rednerpult bitten. Sehr schön, dass Sie bei uns sind. Der stellvertretende Generalkonsul des Staates Israel für Süddeutschland wird ein paar Grußworte an uns richten. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Direktor Dr. Schlüter, sehr geehrte Frau Dr. Cohen, sehr geehrter Herr Cohen, sehr geehrte Frau Schulhoff-Walter, sehr geehrter Herr Dr. Otten, sehr geehrter Herr Kovac, verehrte Damen und Herren, Shalom. Es war wohl im Jahre 797, als ein jüdischer Kaufmann namens Isaac aus Aachen von Karl dem Großen höchstpersönlich beauftragt wurde, um zu diplomatischen Verhandlungen zum Kalifen von Bagdad aufzubrechen. Mit einem weißen Elefanten als Geschenk im Gepäck kehrte Isaac zurück nach Aachen, wo er seinem Herrscher jenes eigenartige Präsent überreichte. Von da an begann eine einzigartige Geschichte der deutschen Juden, die bis heute anhält. Albert Einstein sagte einst, das Wichtigste ist, dass man nicht aufhört zu fragen. Und das wollen wir an diesem Abend gemeinsam tun. Wir wollen fragen und entdecken. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Was steckt eigentlich dahinter? Wer sind die Menschen, die dieses Land geprägt haben? Welche Geschichten, welchen kulturellen Reichtum haben sie geschaffen? Die großartige Ausstellung, die Sie heute eröffnen, gibt uns Antworten auf diese Fragen. Sie zeigt die Vielseitigkeit jüdischen Lebens in Deutschland. Es lohnt sich dafür, einen Blick in die Geschichte zu werfen. Ich freue mich deshalb sehr, dass dieses Museum nun Gastgeber einer so eindrucksvollen Ausstellung ist. Damals, als der römische Kaiser Konstantin im berühmten Jahr 321 ein Edikt erließ, wonach Juden der Zugang der Stadtrat in Köln gewährt wurde, ließ sich noch nicht erahnen, was danach alles kommen würde. Eine jüdisch-deutsche Tradition begann zu wachsen und zu geheilen. Viele bedeutete Persönlichkeiten gingen aus all den Jahrhunderten hervor. Denken wir an Moses Mendelssohn, der mit seiner Philosophie Größen wie Immanuel Kant beeindruckte und für Gleichberechtigung der deutschen Juden stritt. Sein Nachfahre Felix Mendelssohn Bartholdy schuf klangvolle musikalische
Kunstwerke, die bis heute unsere Herzen erwärmen. Der Dichter Heinrich Heine schaffte es, Wörter zu literarischen Gemälden zu formen. Dora Gerson begeisterte auf der Bühne und im Film. Albert Einstein definierte mit seiner Relativitätstheorie die Grenzen der Physik neu. Denken wir an Paul Ehrlich, Else Lasker-Schüler oder Abraham von Oppenheim und viele mehr. Sie alle haben die deutsche Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft geprägt. Einige von ihnen sind auch in der Ausstellung zu finden. Meine Damen und Herren, diese Menschen sind zwei für uns bedeutende Persönlichkeiten, die sich um ihr Land, Deutschland und die Gesellschaft verdient gemacht haben. Lassen Sie uns dennoch nicht vergessen, dass die meisten deutschen Jüdinnen und Juden normale Menschen und vorwiegend aus dem Mittelstand waren, damals wie heute. Doch trotz der positiven Entwicklungen wurden sie oft als irgendwie anders wahrgenommen. Antisemitismus und Vorurteile waren Reisebegleiter, so dass die ganze Entwicklung schließlich ihren schlimmen Höhepunkt im Holocaust nahm. Aber das jüdische Leben in Deutschland war nicht vollständig verschwunden. Es begann ein zaghafter Neuanfang zwischen der verbliebenen Gemeinde und Deutschland selbst. Und die Saat der Versöhnung ist aufgegangen. Deutschland beheimatet heute die drittgrößte jüdische Gemeinde in Europa. Auch in die Beziehung zwischen Israel und Deutschland steht es sehr gut. Heute weht hier in der Nähe die israelische Flagge. Zahlreiche Deutsche reisen jedes Jahr nach Israel. Wiederum haben junge Israelis Deutschland als attraktives Ziel kennengelernt. Der wirtschaftliche und kulturelle Austausch zwischen Israel und Deutschland floriert. Bayern ist ein wichtiger Teil jener Entwicklung. Viele private Organisationen, zum Beispiel die Deutsche-Israelische Gesellschaft, pflegen die Verbindung unserer beiden Länder. Lieber Noah Cohen, Sie zeigen mit Ihren wunderbaren Bildern, was das bedeutet und was sich in all den Jahren entwickelt hat. Sie zeigen das Leben deutscher Jüdinnen und Juden an ihren Lieblingsplätzen. Sie zeigen, wie es aussieht. Wir blicken mit großer Dankbarkeit und zugleich ein wenig nachdenklich darauf. Dankbar, weil im Jahr 2022 lebendiges jüdisches Leben in Deutschland möglich ist. Das alles sind die Ergebnisse von jahrzehntelangen Bemühungen um Vertrauen und Freundschaft. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Und doch stimmt es uns nachdenklich, wenn wir sehen, dass Antisemitismus nicht verschwunden ist. Daran müssen wir arbeiten. Verehrte Damen und Herren, die deutsche Geschichte ist reich an jüdischen Menschen und bereichert durch ihr Wirken. Viele deutsche Jüdinnen und Juden haben Errungenschaften dieses Landes mitgestaltet und sind sogar für Deutschland gestorben. Wir können stolz auf diese Menschen sein. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Was für eine lange Zeit. Israel und Deutschland sind fest miteinander verbunden. Es lohnt sich, diese einzigartige Beziehung zu pflegen. Es lohnt sich, mutig weiterzugehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierende Ausstellung und gute Gespräche am heutigen Abend. Auf die nächsten 1700 Jahre. Toda Rabba. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank. Sie, das darf ich vielleicht sagen, das freut mich auch besonders, sind ja nicht nur als Vertreter des Konsulats heute Abend hier, sondern auch als unser Nachbar. Wir blicken ja von unseren Büroräumen hinter dem Haus direkt aufs Konsulat. Also herzlichen Dank nochmal für Ihre begleitenden Worte. Dankeschön. Als nächstes darf ich Herrn Dr. Thomas Otten zu uns bitten. Auch er möchte ein paar Worte zu uns sagen. Herr Dr. Otten, der als Direktor des MIQUA maßgeblich für die natürlich Entstehung dieser Ausstellung, aber eben auch für die Ausleihe hier nach München verantwortlich. Ja, sehr geehrter Dr. Schlüter, sehr geehrter Staatsminister, Herr Generalkonsul, lieber André Kovacs, liebe Familie Kohn, ich darf Ihnen sehr gerne die Grüße der politischen Vertretung und der Verwaltungsspitze unseres Verbandes, unseres Kommunalverbandes überbringen. Dass Sie nicht selber heute hier sein können, die Politik ist einem profanen Hexenschuss zu verschulden. Insofern übernehme ich dieses kurze Grußwort sehr gerne. Wir bedanken uns erstmal an das gastgebende Museum, dass wir die Möglichkeit haben, mit unserer Ausstellung hier sein zu dürfen. Damit brechen wir auch so ein bisschen aus der rheinischen Provinzialität aus, denn wir sind ja ein Kommunalverband und das ist für uns bei weitem nicht alltäglich, eben in Bayern zu gastieren und dann darüber hinaus in einem der renommiertesten Museen Deutschlands. Das will ich mal hier ganz klar unterstreichen. Wir haben in Köln das Dekret, das Gesetz Konstantins von 321 ist eben kurz angesprochen, natürlich eine gewissermaßen eine Pole Position, was diese Erzählung einer 1700-jährigen Geschichte jüdischen Lebens nördlich der Alpen anbelangt. Man könnte auch sagen, es ist eine Zufälligkeit der Überlieferung geschuldet, denn dieses Gesetz war reichsweit gültig. Das heißt also, wir können und müssen für alle anderen Provinzhauptstädte des Römischen Reiches Gleiches annehmen. Das heißt also auch da schon lebendiges Judentum und jüdische Bürgerinnen und Bürger, die das Leben dieser Städte mitgeprägt haben. Insofern ist also dieses Fenster, was wir hier in die Geschichte und auch in unser zukünftiges Museum, das MIQUA, öffnen, sicherlich ein Beispiel für viele andere Entwicklungen, die sich in anderen Provinzen des Imperiums ähnlich vollzogen haben. Wenn ich sage, wir öffnen ein Fenster in unser zukünftiges Museum, drücke ich damit auch aus, dass wir momentan noch über ein Museum reden, das es noch gar nicht gibt. Wir sind mitten im Bau. Wir haben, wie das bei öffentlichen Bauprojekten mittlerweile üblich ist, einen satten Verzug. Wir hätten ursprünglich mal 2019 eröffnen sollen und dann hätten wir vielleicht diese Ausstellung auch bei uns in Köln im eigenen Museum zeigen können. In dem Fall ist es der Stahlbau, der uns jetzt auf Jahre hinaus ausbremst und wir sicherlich nicht vor 2026, 2027 unser Museum eröffnen können. Also insofern sind wir sehr dankbar, dass wir diese Gelegenheiten haben, mit einer solchen Ausstellung dann auch zu wandern. Und die Inhalte, die Laura Kohn gleich im Detail vorstellen wird, haben wir natürlich auch schon für unsere spätere Dauerausstellung jahrelang vorbereitet. Insofern konnten wir hier aus dem Vollen schöpfen. Deshalb sage ich, glaube ich, zu Recht, das ist ein Blick in das zukünftige jüdische Museum in Köln. Und was mir, also insofern machen Sie ein Stück weit auch Entwicklungshilfe für das Rheinland hier. Was mir sehr wichtig ist, lieber André, du wirst gleich sprechen, uns verbindet ja jetzt eine intensive Vergangenheit über die letzten 2 Jahre in der Begleitung dieser Projekte, in der Vorbereitung. Man kann ja mittlerweile ein Resümee ziehen. 2021, als das eigentliche Veranstaltungsjahr ist, absolviert. Wir sind in der Verlängerung. Und für uns als Museum mit den Netzwerken, die da entstanden sind in der Vorbereitung dieser Ausstellung, ist es ganz wichtig, dass das weitergeht, dass das kein einmaliges Ereignis ist, dass wir die Ausstellung erstellen und damit ist das Thema für uns erledigt. So ist das ja nicht, sondern es ist für uns ganz wichtig, dass hier auch wirklich Freundschaften, Netzwerke entstanden sind in der Forschung, im Ausstellungswesen, in der Organisation von Formaten wie Vortragsreihen, Lesungen, Zusammenarbeit mit den Universitäten, die weitergehen sollen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Resümee, was wir mittlerweile ziehen können, dass hier vieles begonnen wurde, was weiterleben wird und was auch seinen Platz
im Bereich der öffentlichen Kultur finden wird, viel stärker als das vor 2021 der Fall war. Also ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen. Insofern in Verbindung mit den wunderbaren Fotografien von Dianoa wünsche ich Ihnen allen einen Genuss in der Ausstellung, mit beiden Ausstellungen. Und ja, tragen Sie es weiter, machen Sie Werbung für die Ausstellung und kommen Sie mit Freunden und Bekannten wieder. Das würde uns sehr freuen. Danke. Vielen Dank. Des einen Leid ist des anderen Freud. Also dadurch, dass Sie solche Verzögerungen haben, sind wir in die Gelegenheit gekommen, diese Ausstellung hier zeigen zu können. Das MIQUA-Projekt wird ja auch unten in der Ausstellung thematisiert. Wir haben ja zwei kurze Filme, die dieses Museumskonzept vorstellen, die kurz zeigen, wie dieses Museum einmal aussehen wird. Und wir wünschen natürlich für den weiteren Fortgang dieses Museumsprojekt alles Gute und gutes Gelingen. Als nächsten Sprecher darf ich Andrej Kovac hier nach vorne bitten, den Geschäftsführer des Vereins 321. Bitte schön. Hallo, ich freue mich erstmal, ohne Maske zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich kann wirklich auch atmen. Und erstmal möchte ich allen Vorrednern, ich werde es kurz halten, erstmal ganz herzlich danken und begrüßen. Und auch noch nicht Vorrednerin, Frau Dr. Cohen, liebe Laura, und allen Ihnen sehr geehrten Damen und Herren, Shalom von meiner Seite. Ich rede jetzt tatsächlich als ganz normaler Jude aus der Provinzstadt Köln, der nicht 1700 Jahre alt ist und leider auch nicht so attraktiv wie unser Vorstand, Frau Schulhoff-Walter, die leider heute nicht hier sein konnte. Ich habe ihren Namen gehört, auch aus Krankheitsgründen leider sich entschuldigen lässt, aber ihre ganz herzlichen Grüße auch ausrichten lässt. Und vielleicht darf ich auch zuerst mal mich bedanken, auch im Namen des Vereins, auch ich persönlich, zuerst mal an das MIQUA-Team für diese wirklich wunderbare Ausstellung, die wir heute Abend hier sehen werden. Ich hatte das Glück, sie auch schon einmal zu sehen und auch eine Führung zu bekommen, also wirklich fantastisch. Auch freue ich mich gleich auf den Vortrag von Laura ganz besonders. Ich möchte auch danken deinem Vater, Toda Rabah, Herr Noah Cohen. Ich bin auch sehr neugierig auf die Fotos, die ich noch nicht sehen durfte in der Ausstellung. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Element, weil wir hier tatsächlich, wir haben es ja vorher gehört, zwei Ausstellungen haben, die wirklich wunderbar zueinander passen. Nämlich auch die Brücke in das Hier und Jetzt, in lebende jüdische Menschen, wie ich auch ein Vertreter davon bin. Und ich möchte auch gerne dem Museum danken, Herr Dr. Schlüter, der diese Chance gegeben hat. Und ich muss sagen, es gibt eine Brücke. Wir haben nämlich in 8 Tagen tatsächlich das Pessachfest. Da erinnern wir an den Auszug aus Ägypten. Ja. Und das ist auch die Geburtsstunde des jüdischen Volks. Alttestamentarisch. Das heißt also, es gibt durchaus eine Brücke. Und das ist auch ein ganz wichtiges Element und einer der höchsten Feiertage immerhin im Judentum. Wir reden jetzt über Vergleich nicht Yom Kippur oder Pessach. Auf jeden Fall auch verbunden mit einem sehr langen Abendessen und viel Streitereien oft in der Familie, weil das schon sehr mächtig alles ist. Beide Ausstellungen, die wir heute sehen, finden im Rahmen des Festjahres statt, 1700 Jahre jüdisches Leben. Und erlauben Sie mir ganz kurz ein bisschen auch über das Jahr zu erzählen. Wir haben über das Edikt, über den Anlass ja schon gehört. Und wir haben, das kann ich heute sagen, wir befinden uns, wie wir hörten, in der Verlängerung. Wir haben 1000 Projektpartner gewinnen können, deutschlandweit, als eine Art Startup. Wir haben ja relativ spät mit diesem Jahr angefangen. Und das auch trotz Corona-Pandemie und auch trotz eines Anschlags, wenn man sich erinnern möchte, in 2019 in Halle. Wir haben also im Sommer angefangen und der Anschlag kam relativ schnell dahinter. Und das war schon ein Schock auch für das Festjahr. Und wir können auch sagen, dass jetzt in allen 16 Bundesländern über 2500 Veranstaltungen stattfinden. Und auch Bayern hat sich da sehr, sehr verdient gemacht. Ich war auch heute im Büro Dr. Spähnle. Ich habe auch ein langes Gespräch mit Frau Knobloch geführt, die Präsidentin der jüdischen Gemeinde hier in München. Und ich kann mich auch da nur den Worten von Herrn Dr. Otten anschließen. Das ist auch der größte Wunsch. Also alle waren, muss ich stolz sagen, begeistert von dem Festjahr. Aber der große Wunsch ist wirklich, dass es nachhaltig ist, dass auch etwas bleibt
und dass wir jetzt eine Brücke auch in die Zukunft schlagen und dass nicht diese Dinge, die wir jetzt erarbeitet haben, auch verpuffen. Also in Bayern ist viel passiert, in München ist viel passiert und dafür auch einen ganz, ganz herzlichen Dank an alle, auch im Namen des Vereins, weil das ist auch für die jüdische Community, die ich vielleicht so ein bisschen auch mitvertrete, wenn auch persönlich, auch ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Wir haben auch weitere Projekte. Wir haben 42 unabhängige Online-Portale, die sich generiert haben, unter anderem auch der Bayerische Rundfunk. Es sind viele neue Inhalte entstanden. Es wurden auch viele neue Medienformate, Netzwerke geknüpft. Auch ganz interessant, sich das anzuschauen. Wie gesagt, eine Empfehlung wirklich, sich da ein bisschen umzuschauen. Es ist so, dass mir einige Vorsitzende von jüdischen Gemeinden berichteten, dass es tatsächlich das erste Mal war seit 77 Jahren, dass sich jüdische Gemeinden nach draußen getraut haben, auf die Straße. Wir hatten das Sukkot-Fest, Sukkot XXL, ja, das ist ein bisschen niedrigschwellig, aber tatsächlich hatten wir eine unglaublich große Anzahl an jüdischen Gemeinden, die mitgemacht haben, und das ist in Deutschland nicht so selbstverständlich, weil es schwebt immer auch die Sorge um die Sicherheit und auch ein bisschen Misstrauen, was den Antisemitismus in Deutschland angeht, mit. Also öffentlicher Raum war eine große Innovation. Und es waren auch zahlreiche nicht-jüdische Institutionen, die jetzt Netzwerke geknüpft haben und auch das erste Mal in Kontakt getreten sind mit vielen jüdischen Gemeinden. Das habe ich aus vielen Regionen gehört. Und darauf sind wir wirklich sehr stolz und sehr glücklich und wir hoffen, dass das auch so bleibt. Aber leider, und wir haben es gehört, wurde diese Freude in den letzten Wochen auch getrübt. Der brutale Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat uns innerhalb weniger Wochen auch vor Augen geführt, dass Verschwörungsmythen und Desinformationskampagnen, wie wir auch eben gehört haben, für uns alle in Europa auch heute noch eine tödliche Bedrohung sind. Und gerne würde ich dem auch etwas Persönliches hinzufügen. Meine Großeltern, seligen Angedenkens, erzählten mir, dass Menschen auf der Straße vor Freude klatschten, während sie mit vielen anderen Juden zum Zug marschierten und danach nach Bergen-Belsen deportiert wurden. Und warum klatschten diese Menschen? Weil sie alle glaubten, was die Eltern, was die Generationen vorher und auch was die Propaganda der Regierung erzählte. Sie nahmen die Ermordung tatsächlich ihrer Freunde, ihrer Nachbarn, ihrer Arbeitskollegen in Kauf und mehr noch, sie halfen großenteils fleißig mit. Ja, und so klatschten sie dann auch auf der Straße und so wurden systematisch und bestialisch eigentlich Menschen ermordet. Und wenn wir uns heute die Bilder aus der Ukraine anschauen, dann müssen wir uns doch fragen, haben die Menschen eigentlich gar nichts aus der Geschichte gelernt? Ja, die Frage kommt einen schon auf. Und heute, im Jahr 2022, sterben wieder Menschen, Kinder, Frauen, Männer, umgebracht von Soldaten, und Desinformation und Klischees und Verschwörungsmythen machen sie, diese Menschen zu Mördern. Es war so vor 74 Jahren und das ist so heute. Also schon eine neue Ära, in der wir jetzt auch leben. Und auch gleichzeitig erstarkt heute wieder der Antisemitismus in Deutschland und in ganz Europa. Vor kurzem war ich noch in Frankreich. Auch dort ist die Sorge sehr, sehr groß. Und es sind sehr viele Juden auch aus Frankreich, auch nach Israel emigriert. Und es ist eine reelle Gefahr für die Demokratien in ganz Europa. Der Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden, schrieb Theodor Adorno. Diesen zum Teil über 1000 Jahre alten Gerüchten etwas entgegenzuwirken, genau das ist das primäre Ziel eigentlich unseres Festjahres gewesen. Und wenn wir darüber nachdenken, das beste Rezept gegen Gerüchte ist die Wahrheit kennenzulernen. Wenn wir Menschen ihre Schicksale und Biografien begegnen und wir sie verstehen. Dieser Perspektivenwechsel macht Geschichte und Gegenwart für uns alle hoffentlich nahbar. Es ist die beste Impfung gegen den ältesten und wahrscheinlich bislang letztendlich doch tödlichsten Virus der Menschheitsgeschichte. Und umso glücklicher bin ich bei der Eröffnung der Wanderausstellung der Mikwa und der Fotoausstellung von Ihnen, Herr Cohen, heute, hier und heute ein Grußwort sprechen zu dürfen. Denn beide Projekte sind ein Versuch, genau dieses zu erreichen, vergangenes und gegenwärtiges jüdisches Leben aus der Perspektive der Protagonisten, also der Menschen, zu erfassen. Geschichte, Traditionen, Brüche, Gemeinsamkeiten und natürlich auch Ausgrenzung, viele der Themen, die über die letzten 1700 Jahre bis heute unverändert aktuell blieben.
Dabei greifen wir auch auf eine deutsch-jüdische Geschichte zurück, die vor 77 Jahren, wie wir wissen, durch die Shoah nicht nur unterbrochen, sondern auch eigentlich ausgelöscht wurde. Eigentlich ist es ein Wunder der Geschichte, dass heute in München und in ganz Deutschland, auch in Köln, wieder Juden leben. Ja, mit einer Perspektive für die Zukunft. Jüdisches Leben wurde nicht nur ausgelöscht, aber der Antisemitismus und die Verschwörungsmythen, diese haben überlebt. Heute haben sie wieder Hochkonjunktur und sie sind mal mehr oder weniger Teil unseres täglichen Lebens. Vielleicht sind die beiden Ausstellungen ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, dem etwas entgegenzusetzen, indem wir Geschichte und Gegenwart jüdischen Lebens nahbar und relevant für uns machen. Und vielleicht schaffen wir es sogar, dass meine Kinder, unsere Kinder, eines Tages sagen können, es ist ganz normal, sowohl deutsch als auch jüdisch zu sein. Das erste Mal in der deutsch-jüdischen Geschichte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Die Bezüge, natürlich gibt es sie, wenn man sie sucht. Ganz spannendes Thema ist beispielsweise auch die Ansiedlung von Juden auf der Nilinsel Elefantine. Da gibt es nämlich heute im Ägyptischen Museum in Berlin, in Ihrem ehemaligen Museum, lieber Professor Wildung, ja, das Papyrus-Archiv. Vielleicht eine spontane Idee, machen wir dazu auch als Begleitprogramm dieser Ausstellung mal einen kleinen Vortrag. Wäre doch eine Idee, oder? Das Pessachfest übrigens habe ich selber ein paar Mal mitfeiern dürfen und auch im ganz guten Sinne des Miteinanders hier in München zwischen Christen und Juden in einer katholischen Kirche hier in München. Also auch das ein schönes Beispiel für dieses Miteinander und auch eben miteinander feiern können und dürfen. Jetzt freue ich mich ganz besonders auf die inhaltliche Einführung zur Ausstellung. Frau Cohen, Sie haben das Wort. Ja, guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Sahar, liebe Eltern, lieber Thomas, lieber André, vor allem lieber Herr Dr. Schlüter. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute einen kleinen Einblick geben kann in die Wanderausstellung Menschenbilder Orte, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und auch in die Fotoausstellung von Noach Cohen, bis gleich Isaac. Ich schließe mich auch gerne allen Dankesworten an und möchte aber gerne nochmal Ihnen, Herrn Dr. Schlüter, persönlich danken und auch Ihrem Team, dass Sie unsere Doppelausstellung hier aufgenommen haben und auch tatsächlich mit wirklich sehr viel Einsatz und sehr guten Ideen ein vielseitiges Angebot zu jüdischem Leben und in Geschichte und Gegenwart für die nächsten 4 Monate bereithalten. Außerdem möchte ich auch gerne einmal dem MIQUA-Team auch namentlich danken. Also ich spreche hier übrigens auch im Namen meiner Mitkuratorinnen, Dr. Christiane Twiehaus, Charlotte Pinon und Franziska Gradl. Und wir danken unserem Direktor Dr. Thomas Otten und unseren Kolleginnen und Kollegen Lisa Hefer, Michael Jakobs, Dr. Samuel Olbermann, Reka Räuber, Samantha Bornheim, Jasmin Anilgan, Dr. Jens Scholten, Dr. Tanja Potthoff, Anke Sill und Nadja Mertens. Also man sieht, das ist ja auch nur ein kleiner Bruchteil von den Menschen, die auch alle noch da teilgehabt haben. Ja, wie wir jetzt schon gehört haben, jüdisches Leben ist einfach selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft und Kultur. Und damit das eben dann auch zu einem selbstverständlichen Gedanken wird und hoffentlich solche Vermittlungsangebote irgendwann nicht mehr nötig sind, wollen wir mit dieser Ausstellung beitragen. Wir geben einen Überblick über diese 1700 Jahre und zwar mit Schlaglichtern auf unterschiedlichste Bereiche, soll über das Judentum und über jüdische Geschichte und Gegenwart aufgeklärt und vermittelt werden. Missverständnisse und Vorurteile sollen aufgelöst werden oder eben sollen bestenfalls gar nicht mehr entstehen. Zum Dekret haben wir jetzt auch schon einiges gehört. Und ja, das sind nun mal 1700 Jahre. Wie nähert man sich dieser langen Zeit in einer Ausstellung? Wir haben uns thematisch genähert und zwar in 4 begehbare Kuben mit den Themen Recht und Unrecht, Leben und Miteinander, Religion und Geistesgeschichte und Kunst und Kultur. Und um diese vielen Informationen auch greifbarer und lebendiger zu gestalten, sind wir vor allem von Biografien ausgegangen, die besondere Zeiten, Umstände, Ereignisse oder auch Alltagseindrücke erlebt haben oder auch erleben.
Wir beginnen im Jahr 321 und spannen einen Bogen dann bis heute, denn genauso wichtig war es uns, nicht nur aus der Geschichte zu erzählen, sondern auch die Gegenwart zu zeigen, denn jüdisches Leben ist eben nicht nur eine Geschichte, sondern findet auch heute statt. Wir haben einen Film gedreht, zusammen mit Shira Rademacher und der Religionsschule der Synagogengemeinde Köln. Und das ist ein wunderbarer Einblick in wirklich absolut heutiges Leben. Da haben wir jüdische Schülerinnen und Schüler interviewt, die von ihrem Alltag erzählen und von ihrer Schule. Also zum Beispiel einer findet eben mittwochs ganz doof, weil er da eine Doppelstunde Englisch hat. Und sie erzählen von ihrem Lieblingsessen, Pizza und Schokolade. Und eine Schülerin sagt, naja, sie essen kein Schwein, aber sonst, ich zitiere, eben ganz normal. Und das Wochenende, also Samstag, mögen auch viele gern, weil die Eltern dann auch nicht so streng sind, wenn man was angestellt hat. Ja, wenn Sie nun an diese Kuben herantreten, lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auch von außen auf die äußere grafische Gestaltung, denn die gibt auch immer schon Hinweise darauf, was Sie im Inneren an Themen erwartet. Also da ist dann zum Beispiel ein eleganter Herr mit Vollbart, der als 10-Jähriger Erbauer des Panama-Kanals werden wollte, der aber dann am Ende zum Begründer des politischen Zionismus wurde. Wer das war und die ganze Geschichte dazu, können Sie sich an diesem Kubus an der Außenwand durchlesen und auch im Inneren. Es gibt an den Wänden auch Gucklöcher, also wo man durchschauen kann, und die liefern nochmal Hinweise oder beantworten Fragen, wie zum Beispiel, was hat Knoblauch mit jüdischen Gemeinden zu tun? Die Antwort finden Sie im Guckloch. Ja, im Kubus Recht und Unrecht geht es um immer wiederkehrendes Unrecht, das Jüdinnen und Juden bis heute erleben. Sie werden ausgegrenzt, verfolgt und getötet. Themen sind in diesem Kubus etwa die Massaker an den jüdischen Gemeinden während der Pest im 14. Jahrhundert, die Ausweisung aus den Städten im 15. Jahrhundert und die Shoah. Das sind natürlich alles Dinge und Zeiten, die man immer erzählen muss, die auch nie vergessen werden dürfen. Es geht aber auch um Zeiten der Gleichberechtigung und um Phasen, in denen Religion keine Rolle spielte. Es geht auch darum, wie sich dann neue Gemeinden bildeten, also eben zum Beispiel nach der Ausweisung aus den Städten bildeten sich neue Gemeinden auf dem Land. Es geht darum, wie Heimat eine Rolle spielt, also zum Beispiel wie jüdische Soldaten für ihr Heimatland, für ihr Vaterland kämpften, zum Beispiel im Ersten Weltkrieg. So schreibt zum Beispiel der 18-jährige Leo Roos einen Brief an seine Eltern und zu Beginn noch ganz patriotisch und euphorisch, schickt auch ein Foto mit, wo er mit seinen Kameraden zu sehen ist, meint aber, sie seien darauf schlecht getroffen. Aber da ja, spürt man einfach auch sehr viel von diesem Patriotismus in diesen Briefen. Anhand einzelner Schicksale erzählen wir eben auch vom Grauen und von den dunklen Zeiten, wie zum Beispiel aus dem Leben von Fritz Deutsch. Das war ein Kölner Goldschmied, der 1943 als 22-Jähriger nach Auschwitz deportiert wurde und überlebte nur knapp die Todesmärsche. Wieder in Köln lernte er bei der bekannten Goldschmiedin Elisabeth Tresco und wurde dann selbst Goldschmied, was ihm half, auch wieder Fuß zu fassen. Er verewigte sich dann mit prominenten Stücken wie zum Beispiel die Kölner Bürgermeisterkette, die Torahkrone für die Synagogengemeinde Köln oder auch die DFB-Meisterschale. Ein Bild davon, wie er gerade an dieser Schale arbeitet, sehen Sie zum Beispiel auch an der Außenwand dieses Kubus. Im nächsten Kubus Leben und Miteinander wird das Zusammenleben von Juden und Christen im Laufe der Jahrhunderte thematisiert. So gibt es zum Beispiel Geschichten aus dem Alltag des mittelalterlichen jüdischen Viertel Kölns. Das lag damals im Zentrum der Stadt, direkt neben dem christlichen Goldschmiedeviertel. Und es gibt das sogenannte Judenschreinsbuch, das ist eine Art Grundbuch des Mittelalters, in dem Akten überliefert sind, in denen wirklich so ganz konkret Alltagsgeschichten auch spürbar werden und wieder aufleben. Also geht es zum Beispiel eben um Lärmbelästigung. Also man beschwert sich irgendwie darüber, dass die Nachbarn zu viel Lärm machen, aber sie dürfen am Ende ihr Fest feiern, weil es hat sich herausgestellt, die jüdische Familie feiert das Laubhüttenfest. Es geht aber zum Beispiel auch darum, dass sie streiten darüber, wer jetzt die Latrine reinigen soll. Also wirklich so ganz konkretes Alltagsleben aus diesem Zusammenleben von Juden und Christen im mittelalterlichen Köln. In dem Kubus selbst geht es auch allgemein um den Alltag, also um Berufe, ums Einkaufen und um Essensregeln. Zum Beispiel, ist ein Cheeseburger koscher? Die Frage lasse ich mal so im Raum stehen. Finden Sie es heraus.
Es geht auch um vermeintlich Selbstverständliches, also wie Namen zum Beispiel, warum Jüdinnen und Juden im 19. Jahrhundert häufig Nachnamen wie Silberstein, Mandelbaum und Biegeleisen tragen und warum Heinrich Heine seinen eigentlichen Namen Harry aufgab. Es ist schön, weil wir haben viele gleiche Personen in unseren Reden. Ich werde immer wieder auf Personen zurückkommen, die Sie auch schon erwähnt haben. Ja, wir erzählen vom Miteinander, von harmonischen Zeiten, zum Beispiel im 19. Jahrhundert, wie sich der jüdische Bankier Abraham von Oppenheim und seine Familie finanziell für den Kölner Dombau eingesetzt haben. Und wie wiederum der protestantische Dombaumeister, Ausrufezeichen, Ernst Friedrich Zwirner, die Kölner Synagoge gebaut hat. Also auch da sieht man wieder sehr schön so dieses Ineinandergreifen. Es ist einfach egal, welche Religion man hat. Ja, leider ist aber eben nicht alles nur schön und miteinander und deswegen thematisieren wir auch den wachsenden und leider ja, erstarkenden, immer offeneren Antisemitismus. Dazu haben wir zum Beispiel Interviews geführt mit einem Kollegen vom NS-Dokumentationszentrum Köln oder stellen Aktionen vor, die sich gegen den Antisemitismus aufstellen, also aufstehen, dagegen stellen. Zum Beispiel auch, ja, in diesem Kubus erfahren Sie auch, warum der Papst eine Kippa trug. In diesem Kubus wird auch das heutige jüdische Leben vor allem durch Projekte verschiedener Träger repräsentiert. Also ein schönes Beispiel ist Meet a Jew, vielleicht haben Sie davon schon mal gehört. Da gehen jüdische Schülerinnen und Schüler in Klassen zu ihren Mitschülern und beantworten Fragen zu ihrem Alltag und erzählen sich einfach irgendwie, wie sie leben und unterhalten sich. Das ist ja einfach auch man muss ja immer wieder doch auch bei Kindern und Jugendlichen ansetzen. Da fängt das ja an, auch mit der Vermittlung. Und das Team des Ägyptischen Museums München hat auch für diese Ausstellung eine kleine Ergänzung gemacht, ein Kino, in dem also diese Projekte vorgestellt werden, weitere solche Projekte. Das sind kurze Videos, die unser Social-Media-Team vom MIQA im Rahmen der Wanderausstellung geführt hat und die hier sozusagen in so einem Zusammenschnitt der Hauptaussagen zu sehen sind. Im nächsten Kubus geht es um Religion und Geistesgeschichte. Es geht darum, welche grundlegenden Schriften es gibt, wie die Architektur von Synagogen aussieht und seit wann Juden studieren dürfen. Auch die Taufe wird thematisiert, also warum ließen und lassen sich Menschen taufen. Das geschieht aus Zwang, das geschieht aber auch freiwillig oder aus bestimmten Beweggründen. Es geht um die jüdische Aufklärung, die Haskalah, und um die Entwicklung neuer Strömungen im Judentum. Denn ja, wichtig war es uns, die Vielfalt des Judentums zu zeigen. Es gibt ja nicht nur das eine Judentum, sondern wir haben jetzt hier zumindest die drei Hauptströmungen vorgestellt, orthodox, konservativ und liberal. Aber natürlich, wie im Christentum auch, gibt es natürlich ganz viele auch noch Unterströmungen. Sie kennen wahrscheinlich alle den Komponisten Jacques Offenbach. Aber seinen Vater kennen Sie vielleicht noch nicht. Das ist Isaac Offenbach, der auch eine sehr interessante Person ist. Und zwar war er Anfang des 19. Jahrhunderts 30 Jahre lang Kantor der jüdischen Gemeinde in Köln und veröffentlichte 1838 eine Neubearbeitung der Haggadah, womit wir wieder beim Thema Pessach wären. Denn das ist die Schrift, die Jüdinnen und Juden in aller Welt seit Jahrhunderten zum Pessachfest lesen, was ja nächste Woche beginnt. Auf dem Kubus außen sehen Sie auch zum Beispiel das Titelblatt dieser Haggadah von Isaac Offenbach und das gilt als sein bedeutendstes Werk zur Reformierung des Gottesdienstes. Er versah die alten Lieder mit zeitgemäßen Melodien und schrieb darin auch Kommentare und Erläuterungen, wie man die traditionelle Liturgie erneuern und modernisieren könnte. Traditionell ist nämlich diese Schrift auf Hebräisch verfasst, aber Offenbach übersetzte sie auf Deutsch und machte sie dann damit auch für jedermann zugänglich. Wir stellen Personen vor, die sich für die Rechte der Jüdinnen und Juden eingesetzt haben, wie zum Beispiel der Rabbiner und Rechtsgelehrte Josel von Rosheim, der 1530 vom deutschen Kaiser als Verteidiger der Juden berufen wurde und erwirkte zum Beispiel sowas wie Schutzbriefe und Abschaffung der Leibzölle. Oder es geht auch um Personen wie Raphael Löwenfeld, der 1893 in seiner Schrift Schutzjuden oder Staatsbürger Folgendes schrieb. Nicht deutsche Juden, deutsche Staatsbürger seien sie, Deutsche unter Deutschen, denn Religion sei Privatsache. Mit Juden anderer Länder hätten sie genauso wenig zu tun wie deutsche Katholiken mit jenen aus anderen Ländern. Ja, der Kubus Kunst und Kultur, der vierte,
beleuchtet rituelle und kulturelle Bereiche. Also Feiertage mit ihren Riten und Symbolen werden erklärt, also wie werden sie gefeiert, wann verkleiden sich die Leute und trinken, feiern und essen ganz ausgelassen und was wird gegessen, welche symbolischen Speisen gibt es, wann gibt es zum Beispiel ganz viel Fettgebackenes. Das hat zum Beispiel mit einem Ölwunder zu tun, finden Sie in diesem Kubus. Da geht es auch um Kunst- und Unterhaltungskultur. Also Dora Gerson, also haben wir jetzt gerade hier nicht, ist eben neben Konstantin auf unseren Plakaten und Flyern sozusagen das Gesicht der Ausstellung. Und sie war eine Schauspielerin, die in Karl-May-Filmen mitgespielt hat und als Kabarettistin großen Erfolg hatte. Sie musste vor den Nazis fliehen und wurde 1943 in Auschwitz ermordet. Sie haben wir eben als Gesicht auch unserer Wanderausstellung ausgewählt, weil sie stellvertretend für so viele Biografien dieses deutschen Kapitels steht, das niemals vergessen werden darf und gleichzeitig auch dafür, wie viel die Kunst- und Kulturwelt verloren hat, wie sehr Jüdinnen und Juden natürlich alles in der Kultur mitgeprägt haben und zwar nicht nur im 20. Jahrhundert. Ja, auch Musik spielt eine große Rolle, also Sie können sich Orgelmusik anhören, die seit dem 19. Jahrhundert in Synagogen gespielt wird. Sie können sich die Hymne des Kölner jüdischen Karnevalsvereins anhören, die Kölsche Kipperköp. Keine Sorge, es gibt auch eine Übersetzung aus dem Kölschen ins Deutsche. Oder auch ein Musikvideo anschauen der israelisch-jüdischen Metalband Orphaned Land. Also diese Band steht für Frieden und Völkerverständigung. Sie besingen sozusagen die Gemeinsamkeiten der abrahamitischen Religionen, also auch wenn Sie kein Metal-Fan sind, dann lohnt sich auf jeden Fall dieses Video. Ja, es werden auch ein paar Anekdoten erzählt, also Geschichten zu Symbolen, die zum Beispiel auch gerne mal verwechselt werden. Sie kennen alle den Davidstern, das Symbol des Judentums schlechthin. Das kann aber auch ganz was anderes bedeuten. Zum Beispiel ist dieser Stern auch das Symbol der Brauer und Melzer. Also wenn Sie vor allem in Süddeutschland diesen Stern an Häusern, an alten Häusern sehen, dann heißt das, da gibt's Bier. Ja, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland, in Bayern, in München auch nach Feierabend in den Biergarten gehen und dass auf ihrer Fußmatte Dahorm steht, dass sie auch sonst alles so machen, wie eben eine der Schülerinnen im eingangs erwähnten Film eben ganz normal sagte, das zeigt die Fotoausstellung vom Fotografen Noach Cohen bis gleich Isaac. Er porträtierte jüdische Deutsche an ihren Lieblingsplätzen oder an den für sie wichtigen Plätzen im Wohnzimmer, am See, im Atelier, eine Studentin, ein Arzt, eine Lektorin, einen Gastwirt. Noach Cohen ist aus Israel, aus Tel Aviv und lebt seit über 30 Jahren am Ammersee. Ja, und ich bin übrigens auch dort aufgewachsen, weil ich zufällig seine Tochter bin, aber wir haben unabhängig voneinander an unseren Projekten gearbeitet und haben dann zusammen mit Herrn Schlüter festgestellt, dass einfach die beiden Ausstellungen zusammen eine wunderbare Kombination sind. Hier eben mit dem lokalen Bezug. Ja, mit Noachs Fotos von jüdischen Menschen, eben fast alle aus dem Münchner Raum, wird das jüdische Leben von heute und sozusagen aus der Nachbarschaft vorgestellt. Neben den Fotos sind jeweils auch Zitate der Personen zu lesen. Sie erzählen von ihrem Jüdischsein in Deutschland, von ihren Wünschen, von ihren Erfahrungen. Näher dran geht eigentlich nicht, jüdisches Leben in Deutschland heute auch selbst sprechen zu lassen. Bei der Arbeit an der Ausstellung zeigte sich aber, wie viele Menschen sich tatsächlich scheuen, sich als Jude oder Jüdin nach außen zu präsentieren. Und ja, das ist ja allein schon Hinweis oder schon schlimm genug, dass das so ist, dass es sich gefährlich anfühlt, dass es sich riskant anfühlt, das zu präsentieren oder sich eben zu zeigen, zu outen, möchte man fast sagen. Es geht um das Miteinander, egal ob Juden, Christen, Muslime, andere Religionen oder Atheisten. Es geht darum, friedlich, freiheitsliebend und gemeinschaftlich zusammenzuleben. Und dieses Projekt soll auch weitergeführt werden mit Menschen unterschiedlicher Religionen für Verständigung und gegen Rassismus jeglicher Art. Ja, Fotos von jüdischen Deutschen an den für sie wichtigen Plätzen, Menschen, Bilder, Orte. Das war ein ganz kleiner Einblick in sehr viele Themen, die Sie sich auf jeden Fall in den nächsten 4 Monaten hier im Ägyptischen Museum anschauen können. Dann wünsche ich Ihnen nun viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Besuch der beiden Ausstellungen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, auch im Namen von Noach Cohen, und wünsche Ihnen und uns nun einen schönen Abend. Vielen Dank.
bleibt mir zum Schluss nur noch, Ihnen ganz herzlich nochmals zu danken für Ihr Erscheinen und Sie einzuladen, jetzt runterzugehen, sich die beiden Ausstellungen anzuschauen. Diese vier Kuben, in denen die Miqua-Ausstellung installiert ist, ist von den Plätzen her begrenzt. Verteilen Sie sich also bitte ein wenig, schauen Sie sich wechselweise die Ausstellung, das Kino, die Fotos an und kommen Sie vielleicht einfach auch wieder, wenn es nicht ganz so voll ist. Wir werden die Ausstellung hier zeigen, wir werden die Ausstellung an die Dauerausstellung anschließen. Sie kostet keinen extra Eintritt. Jeder kann jederzeit, wenn er dieses Museum besucht, auch in die Dauerausstellung und wir erhoffen uns in die Sonderausstellung und wir erhoffen uns natürlich auch andersrum, dass die Menschen, die für die Sonderausstellung kommen, das Ägyptische Museum kennenlernen. Also das wird sich gegenseitig, glaube ich, ganz gut befördern. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich. Gehen Sie bitte raus ins Foyer und runter in den Sonderausstellungsraum. Dankeschön. Applaus